heute gibt es mal wieder eine Rezension aus der Uni, diesmal aus dem neuen Gebäude. Ich denke, es halt trotzdem auch hier wieder ein bisschen. Ich hoffe, das halt ihr jetzt für diese kurze Rezension jetzt aus. Denn ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das mir gut gefallen hat, das mir die Autorin persönlich zugeschickt hat. Und zwar geht es heute um Hashtag Folge deinem Herzen von J. Wellgut. Die gute Autorin hat mir das, wie gesagt, zugeschickt. Von daher habe ich leider keine Ahnung, wie viel das Buch kostet. Aber ich verlinke es euch in der Infobox. Da gibt es auch eine E-Book-Version von und da könnt ihr mal stöbern. Es hat in meiner Buchversion jetzt 218 Seiten, soweit ich weiß, ja. Und ich habe sehr gerne gelesen. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um Sarah und Sarah will ihrer besten Freundin Cherry zum Geburtstag was ganz Besonderes schenken. Und zwar ein Date mit ihrem Lieblings-YouTuber. Und diese Dates werden verlost und sie macht halt bei dieser Verlosung mit und gewinnt dann tatsächlich auch, worüber sie sich sehr freut. Allerdings macht sie dann etwas in dieser Gewinner-Mail sehr stutzig, denn da steht ein vollkommen anderer YouTuber drin, als den, für den sie sich eigentlich beworben hat. Und das macht sie so ein bisschen konfus und sie schreibt den YouTuber direkt an und meint so, was ist da schiefgelaufen? Und irgendwie wollten sie es zuerst absagen, aber dann macht der YouTuber ihr ein Angebot. Und zwar möchte ihr der Freundin von ihr dieses Date halt besorgen mit diesem anderen YouTuber, die zufällig beide miteinander befreundet sind, vorausgesetzt, dass sie ihre Verlosungseinsatz einlöst und mit ihm ausgeht, was nicht sehr einfach ist, denn zum einen hat Sarah sehr wenig Erwartung von diesem YouTuber, denn sie denkt, dass seine Videos Mist sind, grob gesagt. Und zum anderen hat sie Angst vor Social Media und Kameras und all sowas. Dahinter steckt so ein kleines Trauma, was es damit auf sich hat, müsst ihr selber lesen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es selber zu lesen. Ich mochte es sehr gerne. Ich habe es in 2 Tagen ganz schnell ratzfatz durchgelesen. Und an diesen 2 Tagen hatte ich auch wirklich nicht so viel Zeit zum Lesen, weil sonst hätte ich sicher an einem Tag durchgelesen. Ich wollte es auch eigentlich nur so viel zwischendurch für in die Tasche, wenn ich unterwegs bin. Aber dann hatte es mich so gepackt, dass ich es einfach durchgelesen habe. Es hat von mir letztendlich 4 Sterne bekommen. Es hat den einen oder anderen kleinen Makel, würde ich es mal nennen, also so Sachen, die ich mir persönlich ein bisschen anders vielleicht gewünscht hätte. Aber ansonsten hat es mich emotional vollkommen mitgenommen. Ich würde es als New Adult Roman betiteln, obwohl es eigentlich eher keine erotischen Szenen hat. Also es gibt so eine Andeutung, aber es geht damit nicht so richtig weiter. Also es wird nicht explizit beschrieben wie in vielen anderen New Adult Romanen, von daher ist das mehr so eine Liebesgeschichte, aber ich fand das nicht schlimm und auch nicht sonderlich gut. Ich fand es okay, so wie es war. Es hat gut zu der Geschichte gepasst. Wie gesagt, emotional hat es mich total mitgenommen. Ich mochte diese Beziehung, die die beiden zueinander haben. Das war wirklich gut beschrieben und ich bin direkt drauf eingestiegen und habe die Emotion selber gespürt. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen bei Liebesgeschichten, wenn man das nicht nur nachvollziehen kann, sondern es selber auch irgendwie so spürt, dieses kribbelige Gefühl, dann macht die Geschichte definitiv was richtig und das hat die Geschichte auf jeden Fall geschafft. Ich hatte, wie gesagt, den einen oder anderen Kritikpunkt. Zum einen hat man gemerkt, dass die Autorin sich mit so Filmsachen gut auskennt, also zumindest für mein Verständnis. Ich bin ja jetzt keine große YouTuberin mit 1000 Kameras und so. Ich filme ja nur immer noch mit meinem Handy leider. Aber ich finde, das wurde wirklich gut rübergebracht mit den Perspektiven und wie man gut schneidet und all sowas hat sie wirklich super hier erklärt. Und ja, das war gut gemacht. Allerdings habe ich mich gefragt, wie alt das Buch ist. Ich glaube, es ist doch jetzt erst erschienen. Da müsste die Autorin doch eigentlich wissen, dass es schon seit sehr vielen Jahren zum Beispiel keine YouTube-Antwort-Videos mehr gibt. Also sowas kann man einfach nicht mehr machen. Wie heißen die Dinger nochmal? Videoantworten. Die gibt es schon seit sehr vielen Jahren nicht. Und es taucht hier einfach drin auf. Und da habe ich mich gefragt, woran das gehapert hat. Wieso sowas erwähnt wird, wenn es doch sowas schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr gibt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es in dieser Parallelwelt, in dem dieses Buch spielt, immer noch Videoantworten. Keine Ahnung. Ich fand an manchen Stellen, dass
manche Szenen für mich so ein bisschen kurz kamen und deswegen die Emotionen auch so ein bisschen quasi unterdrückt wurden. Also es gibt eine bestimmte Schlüsselszene zum Beispiel, das ist mir besonders aufgefallen, wo Sarah mit ihrem Trauma quasi aufklärt und erklärt, was es damit auf sich hat. Und das ging einfach viel zu schnell. Und ich weiß nicht, erstens, vielleicht würde man sowas nicht so erzählen, also nicht so kurz und knapp, weil man einfach die Emotionen so nicht rüberbringt, die man rüberbringen will. Und zum anderen, wie gesagt, die Emotionen sind dabei auf der Strecke geblieben. Also ich fand schon das, was sie erzählt hat, nicht so schön. Aber ich habe einfach nicht so richtig die Emotionen davon gespürt, weil man das Gefühl hatte, sie wollte schnell loswerden und dann ist vorbei und dann machen wir jetzt was anderes, anstatt irgendwie mitzubekommen, was so schlimm daran ist, was sie gerade erzählt und wie genau sie das mitbekommen hat. Ich finde, solche Szenen hätten einfach ruhig so ein bisschen länger sein können. Allgemein hätte das Buch ruhig auch ein paar Seiten länger sein können, weil ich bei vielem auch einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, das geht so schnell. Oder ich hatte einfach kein Zeitgefühl. Ich habe keine Ahnung, in wie vielen Tagen, Wochen oder vielleicht sogar Monaten diese Geschichte gespielt hat. Da hätte man gerne auch so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen was länger machen können. Aber ansonsten, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es gerne gelesen. Es ist eine super Geschichte. Es nimmt einen emotional mit auf die Reise und es geht auch wirklich schnell zu lesen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, guckt in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch das Buch, dann könnt ihr da mal schauen. Ich habe auch hinten gesehen, dass die Autorin auch weitere Bücher schon rausgebracht hat. Auch so Romantasy-Bücher und so, da muss ich mal stöbern. Vielleicht finde ich da noch etwas, was mich interessiert, obwohl ich das, was ich da hinten gelesen habe, auch schon sehr interessant finde, diese Bücher. Oder vielleicht zieht bei mir auch noch bald was ein. Mal gucken. Ansonsten schreibt mir gerne, ob ihr von der Autorin schon was gelesen oder gehört habt und ob ihr jetzt neugierig seid oder nicht. Und ansonsten sage ich, hoffentlich sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bye, Leute.